scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und der nächste Impulsgeber, der war schon einige Male hier. Und hätte ich vertraut, wäre ich mir sicher gewesen, dass die Anmoderation, die ich bekommen habe, richtig ist, dann hätte ich jetzt versagt. Denn ich wusste genau, er ist inzwischen Vater geworden vom dritten Kind. Und natürlich, er ist älter geworden. Also stimmt auch die Angabe, wie viele Jahre er inzwischen da ist, nicht mehr. Und er selbst nennt sich Seelenmentor. Was das genau heißt, erfahren Unternehmer, die spüren, dass es da was gibt. Das, was sie noch nicht kennen, ja. Aber das ist genau das, was ihnen verhilft, so durch die Wände zu gehen, diesen Durchbruch wirklich zu erfahren. Und ich freue mich riesig, dass heute Abend der Seelenmentor wieder als Impulsgeber dabei ist. Und sein Titel heißt heute Sicherheit, die jedem zusteht. Es gibt tatsächlich Gefahren in der Welt, doch Angst davor zu haben, ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es steht uns frei, ob wir uns von unseren Ängsten beherrschen lassen oder ob wir uns ihnen mutig entgegenstellen. Und freut euch mit mir jetzt zusammen auf den nächsten Impulsgeber. Er heißt Dave Weber und mit einem Riesenapplaus jetzt auf die Bühne, lieber Dave. Danke, danke, danke. Martina, vielen lieben Dank für die Anmoderation. Und ja, es ist wieder schön, auch wieder heute bei euch zu sein und auch den Impuls heute mit weiterzugeben zum Thema Sicherheit. Sicherheit betrifft jeden von uns oder Sicherheit hat jeder einen anderen Begriff dazu und auch eine andere Meinung. Für mich Sicherheit. Kann man hoffentlich gut sehen. Ist das jedes einzelne Wort unterteilt in etwas anderes. Sicherheit ist für mich ein Schutz. Wir schützen uns für etwas. Wenn wir etwas Sicherheit etwas annehmen, schützen wir uns, meiner Meinung nach. Das I ist für eine Illusion. Die Illusion, dass wir Sicherheit haben. Von meiner Seite aus, weil Sicherheit ist immer nur so weit da, wie sie uns trägt oder wie wir meinen, sie ist da. Das C steht für Chaos. Weil wenn Sicherheit da ist, können wir sie selbst nicht beheben, beziehungsweise dieser Schutz, der da ist, geht nicht weiter. Dieser Entwicklungsprozess, den wir machen können, wenn wir uns vor etwas schützen, vor einer Gefahr, bleibt immer da. Und das Chaos treibt immer sich um uns herum. Es kommt immer wieder da. Das Sicherheit wird immer wieder entdeckt. Ich gehe da nochmal später mit drauf rein. Das H steht für die Handbremse. Handbremse in dem Sinn ist, dass wir uns einfach nicht weiter bewegen können, weiter bewegen wollen, weil wir diesen Sicherheitsaspekt von uns haben, nur nicht weitergehen, nur nicht hier stillbleiben, das läuft wieder. Das ist, ja, das Problem mit Sicherheit oder für meine Erachten ist, wenn wir uns einer Gefahr begeben oder etwas sehen, was wir als Gefahr nehmen, kommt unser Sicherheitsaspekt, unser Sicherheitsrahmen mit hinzu. Und wir können erst daraus etwas lernen oder daraus noch etwas eine Erfahrung sammeln, wenn wir uns dieser Gefahr entgegensetzen und hingehen, uns dieser Gefahr bewusst gehen, bewusst werden und angehen. Aber da wir das meistens uns diesem Sicherheitsaspekt und dieser Komfortzone, die wir haben, nicht raus wollen, ist es immer wie, als ob man mit einer Handbremse im Leben ist. Die Handbremse einfach nicht weitergehen möchte. Das E steht für Einsperren. Weil wir uns selbst hier in dem Sicherheitsaspekt
uns auch uns nehmen. Uns als Seele, uns als leiblichen Körper, uns von uns, weil wir dann nicht weitergehen können, sondern immer in unserer eigenen Komfortzone bleiben, uns einsperren in unserer Sicherheit. Dann, ja, das R steht für die Richtlinien. Wir setzen uns immer in unserer Sicherheit eine Richtlinie an. Eine Richtlinie von, wohin genau die Richtung geht. Wie ich meine Sicherheit einteile. Was ist für mich meine Sicherheit? Oder welchen Aspekt sage ich, wenn ich jetzt halt, die Ampel kurz auf Orange ist, gehe ich lieber in die Eisen und fahre nicht drüber. Das ist meine Richtlinie. Immer wenn die Ampel orange wird, bremse ich. Für den anderen ist es vielleicht so, er sieht eine orange Ampel, die gerade auf Rot springt, der fährt noch drüber. Aber in deiner Richtlinie ist es so, du gehst nicht weiter. Sobald es orange wird, gehst du auf die Bremse und hältst das Auto an. Dann das nächste H steht für Hubschrauber. Hubschrauber im Sinne von, wir fliegen immer über die gleiche Situation, über das Gleiche, was uns, was wir immer wieder sehen. Wenn wir, das beste Beispiel, wenn wir da vor der Ampel stehen, kurz bevor wir wissen, wir müssten jetzt eigentlich drüber, aber unser Sicherheitsaspekt sagt, nee, wir bleiben hier. Wir müssen jetzt halt auf die Bremse treten. Und hier ist es so, wir kreisen immer wieder um die gleiche Situation rum und wir wollen eigentlich weiter, aber in uns sagt dieser Sicherheitsaspekt, nein, ich möchte nicht dieser Gefahr entgegenkommen und ich möchte mich einfach nicht weitergehen. Und hier dieser Hubschrauber-Aspekt ist einfach für viele, ja, dieser, man kann das Ganze aus einer höheren Sicht betrachten, wenn man sich einfach außen vor nimmt. Das letzte E steht für Einzäunung. Weil wir uns hier diesem Problem der Sicherheit uns eingezäunt fühlen, wie auch hier schon im Einsperren. Also wir sind nie frei. Wir können nie aus unserem vollen Potenzial schöpfen, wenn wir in der Sicherheit denken, weil wir nicht das Leben einsaugen können, sondern immer eingezäunt sind. Und nur bis hierhin darf das Leben passieren, alles, was von außen kommt. Nee, das ist mein Sicherheitsding. Weiter geht's nicht. Danke. Das von dem her. Und Instandhaltung. So. Instandhaltung. Und zwar halten wir dieses Sicherheitsaspekt oder diesen Sicherheitsgedanken immer aufrecht. Immer aufrecht. Das heißt, es geht immer weiter und wir versuchen, dass niemand unser Sicherheitsnetz und unsere Sicherheit aufgibt. Dass wir dieses einfach, ja, wir versuchen, dass wenn da ein Zaun kaputt ist oder da eine Stelle aufbricht, versuchen wir sofort, das wieder zuzukitten. Dass wir bloß nicht uns hier etwas lernen könnten, dass wir nicht sofort weitergehen können. Und das T steht für Training. Wir trainieren unser Bewusstsein und auch unser Unterbewusstsein so sehr darauf, dass wir den Sicherheitsaspekt immer gleich behalten, immer da lassen. Und es gab Anfang der 2014 gab es ein Experiment, was Wissenschaftler gemacht haben. Man hat 5 Affen eingesperrt und man hat eine Leiter hingestellt und oben waren Bananen. Und der erste Affe ist hochgestiegen, hat nach einer Banane gegriffen und alle wurden mit einem Schlauch Wasser nass gespritzt. Das ist nochmal passiert, dann ist der nächste Affe hochgekommen, dann kamen die ersten Affen schon, haben ihn runtergezogen, haben gesagt, nee, das darfst du nicht machen. Und ging wieder ein Affe hoch, dann sind die Affen schon mittlerweile so hin, dass sie den Affen, der hochging wollten, zusammengeschlagen haben oder ihn dazu gebracht haben, dass er nicht hochgeht. Dann ist es so weit gegangen, man hat den ersten Affen ausgetauscht.
Und nachdem neuer Affe da war, hat er natürlich hat versucht, sofort nach oben zu kommen. Und dann sind die Affen sofort auf ihn drauf und haben ihn quasi gestürzt, dass er nicht hochkam. Das haben sie so lange das Experiment gemacht, bis alle 5 ursprünglichen Affen, die das erlebt haben, die diesen Sicherheitsaspekt nicht mehr nass gespritzt werden, erlebt haben, nicht mehr da waren. Und dann waren jetzt halt 5 neue Affen da, die noch niemals mit Wasser nass gespritzt wurden. Aber trotzdem, wenn jemand hochgehen wollte, hat man die Affen so sehr darauf getrimmt, dass die diesen Sicherheitsaspekt haben, wenn da jemand hochgeht, nee, wir müssen sofort dagegen etwas tun. Man sieht immer, das ist so, wir müssen sofort in Angriff gehen, wir müssen uns schützen, wir müssen uns einfach, ja, wir wissen zwar nicht, warum wir diesen Sicherheitsaspekt haben, dass jetzt keiner hochgehen darf, diese Bananen essen darf, aber sobald es jemand macht, gibt es hier Haue. Und das auch für euch nochmal sozusagen, diese Gefahren, die im Außen sind oder die wir als Gefahr einschätzen oder als Gefahr wahrnehmen und unter einem Sicherheitsaspekt einfach mal zu hinterfragen, weshalb tue ich das? Warum noch nicht mal? Warum ist immer, also für mich in meiner Welt ist immer so, wenn ich das Thema warum nehme, ist es eine Rechtfertigung. Deswegen, wenn dir so etwas auffällt oder wenn du sagst so, weshalb tue ich das? Also weshalb bremse ich bei Orange, wenn es hoch geht. Klar, das Sicherheitsaspekt, kein Unfall bauen, verständlich. Aber es gibt ja einen Grund, warum man das tut. Und das ist einfach auch für euch mal so der Aspekt zu fragen. Bei vielen Dingen auch, warum kaufe ich zum Beispiel nur Essen, das Mindesthaltbarkeitsdatum hat und nicht, was vielleicht zu überschritten ist. Ne? Es ist ja nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da einfach auch sich selbst mal so zu hinterfragen, weshalb dieser Sicherheitsaspekt für mich so wichtig ist. Ne? Hast du selbst schon mal eine Lebensmittelvergiftung bekommen? Wenn ja, kannst du es wissen. Wenn nein, warum ist das mir dann auf einmal so wichtig? Ist das mir wichtig oder war das jemand anderem wichtig, der das auf mich übergebracht hat? Das ist so der Aspekt, der einfach auch für die Sicherheit in euch ein bisschen aufbrechen darf. Ein bisschen auch hier einfach mal einmal durchgucken. Ihr müsst ja nicht sofort alles aufbrechen, aber einmal kurz durchgucken. Ja, und es ist so dieses, welche Gefahren da draußen einfach sind. Klar, Gefahren sind überall, aber wenn wir sie sehen, wenn wir überall nur schwarz sehen, kann der Regenbogen nicht scheinen. Und das ist so der Punkt, den ich euch einfach mitgebe. Na, was ist Sicherheit für dich? Na, und wie definierst du die Sicherheit in den einzelnen Punkten? Und trainierst du deine Sicherheit weiter? Ne? Sondern, oder lässt du sie einfach mal sagen, gut, heute mal nicht, heute setze ich sie nicht in Stand. Ja, das war's. So fürs Erste. Ich könnte noch weitergehen. Ich laufe gerade mal. Ja, lieber.